2, 1. Viel Erfolg, viel Spaß. Macht's gut. Will euch alle wieder heile sehen hier. Respekt. So. Das müssen wir hinlegen. Unten rum. Super. Die erste Magdalena, die habt ihr. Jo. Hi. 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 Super, hi. Hi. Hallöchen. Grüßt euch. Guten Tag. Jetzt muss ich noch einen Namen fragen. Nummer 10. Nee, da kommt noch eine ganze Menge. Rucksack ausleihen, damit ich so einigermaßen professionell aussehe. Geht's ja nicht, wie ich hier rumstehe. Ja, aber ohne die Getränke zwischendurch bei den Temperaturen. Geht nicht. Geht nicht. Also da liegt alle 10 Kilometer, aber man muss schon was. Super. Ach, bitte, was essen? Hallo, schön, hallo. Nummer? Keine Ahnung. Nee, Name. Dein Name? Also, Gebrüder Grimm, Olaf. Ah, was sagen wir? Ja. Ja, ist das Hadex eine Hauptstraße oder was? Ein Buchstaben M oder was? Noch einer. Das ist ein M. Das ist ein E. Ja. Komm schon mal! Gut. Leichter Messfehler, ne? Noch einer, der sich durchgekämpft hat. Wahnsinn bei den Temperaturen. Glückwunsch! Glückwunsch und Respekt bei diesen Temperaturen. Wahnsinnsleistung. Okay, Platz 3. Michael Kiene. Jo, super Michael, ich gratuliere dir. Top 5, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das ist jetzt hier
9 Stunden 10, auch super. Vor allen Dingen, er ist hier reingekommen und war irgendwie, als ob er noch weiterlaufen könnte. Also, super. Okay, Platz 2, Michael Wagner. Ja, auch Top-Typ. Ganz harter Hund. Hat Hexenstieg, Ultra, Rekordzeit 29 Stunden für 200, wie viel Kilometer? 220 Kilometer mit 6000 Höhenmetern oder sowas. Ist ja auch egal, jetzt 100 mehr oder weniger sind. Also ganz harter Brocken, gehört mit zu den Besten hier in Deutschland. Und dann haben wir hier Sebastian Gonczurek, die Nummer 1 heute. Trotz Hitze, eisenhart durchgehalten, auch, man sieht ihm nichts an, super. Echte Leistung hier. Und jetzt übergibt Roman. Roman. Roman, dem Sieger. Jo, sehr schön. So, hol mal die nächste. Platz 2. Klasse. Jo. Achso, ihr habt ihn schon, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Ich bin nicht im Bilde. Alles klar. So, stellt euch mal zusammen. Bisschen mit dem Verunstalter zusammen. Ja. Super. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Die Strecke war ziemlich selektiv mit dem Wetter heute. Aber die Leute sind nicht unglücklich. Jo. Alles klar, das war von meiner Seite. Ja, er sagt gerade, ich hätte Rasen mähen müssen. Weil das Gras war so hoch und die Beine sehen dementsprechend aus. Also